12 Jahren, wenn du dann aus dem Vertrag raus bist. Ja. Also, ich das eigentlich jetzt die einzige Chance ist, dass es im August vielleicht ein bisschen besser wird. Ich habe ja, echt. Ich bin ja seit dem 24.06. bei Telekom aus dem Vertrag raus, ne? Ja. Und da habe ich eine Rechnung gekriegt für den 1.07. bis 31.07. Selection begins in 70 Euro. Ich sag, bezahle ich nicht. Ich sag, bin nicht mehr im Vertrag bei euch drin. Ja, das ist völlig normal, dass man beschissen wird von Telekom. Ja, das sei völlig normal, dass man einen Monat extra bezahlen würde. Wäre bei jedem Anbieter so. Das habe ich noch nie gehabt. Nee, ich auch nicht. Ja, aber diese Vodafone-Scheiße da bei mir, echt beschissenste Anbieter überhaupt. Also mein Kabelvertrag läuft noch bis nächstes Jahr Juni oder so. Also noch ein Jahr ungefähr. Ja. Da behindert. Ich habe echt schon überlegt, ob ich morgen mal meine Rechtsschutzanrufe mal frage, ob ich die Wichser irgendwie ich aus dem Vertrag was kann. Aber wie gesagt, das Problem ist halt mit dem Anschluss, weißt? Ob ich dann irgendwie so kündigen kann, dass ich einfach dann switche, sobald der andere Anbieter halt hier das Telefonanschluss richtig hingelegt hat. Ist ja noch nicht. Natürlich doof, ne? Sonst habe ich naja das Problem, dass ich vielleicht 3 Wochen gar kein Internet habe. Das wäre halt noch beschissener. Das Einzige, was noch beschissener ist als Vodafone. Oh, ich muss meine. Oh, ich habe einen Red Dot schon. Das ist so cool. Und eine Waffe habe ich auch schon. Was ist denn hier los? Man hat ein bisschen was am Anfang, ja. Boah, ich muss vor allem erstmal die Mausempfindlichkeit runterstellen. Die ist viel zu groß. Nein, die hat es in dem Spiel ja noch nicht geändert, nachdem du die Maus geändert hattest, ne? Ich tippe die Maus an und drehe mich einmal im Kreis. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, hier waren 2 mit uns, ne? Oder 3? Spawned? 2. Und Holo, das ist schön. Viererscope ist auch schön. Eine AK, eine MP5 ist nicht so verkehrt. Ah, bringt alles nichts. Ich muss mal eben in die Settings gehen. Die ballern wie verrückt, aber ich sehe das Mündungsfeuer gar nicht. Entweder haben die alle so einen Flash-Hider drauf, oder? Okay, wenn ich alles auf 50 stelle, haut das gut hin. Okay, noch ist alles okay. In 3,5 Minuten wird dann die Safe Zone angezeigt. Achso, und die Safe Zone, die wandert auf der Map. Und zwar mit einer doch recht hohen Geschwindigkeit auch. Oh, falsch das Gerät. Medikits, das hören wir gerne. Oh, Team Voice ist das neu. Keine Ahnung, was Team Voice ist. Da läuft einer. Garage hinten irgendwo. Ich habe ihn genockt. Tot. Ah, sehr schön. Ah, die Anzeigen sind ein bisschen lauter auch. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, ein Stück zurück, weil die mich bestimmt jetzt auf dem Schirm hatten da. Weil einer bei mir in der Nähe. Ja, ich habe aber seine. Ja, bei dir auf dem Dach ist er. Angeschossen habe ihn, aber habe nicht gekriegt. Da hinten weg ist er halt zu dem anderen Haus, oder? Ja, ich glaube auch. Ja, ist er in dem Haus. Ja. Will ich sandwichen, oder? Heilen.
Ja, das ist hier ganz vorne, ist in der Ecke, glaube ich. Ah, scheiße, hat mich genockt. Der war so dunkel, ich habe den gar nicht gesehen da drin. Ich habe den auch nicht gesehen, der stand plötzlich im Eck und er schießt mich. Ja. Auf dem Dach ist er. In der Tür, wo ich stand gerade. An der Seite an der Tür ist er. Alter, ich schieß mir ins Gesicht. Das gibt's doch nicht. Hinter der Kisten hier. Kranker Scheiß. Sehr gut. Na, mich hat er leider gekriegt. Commencing countdown. Commencing countdown. Boah, der hat schon viel Zeit gekostet, der Typ, ne? Hm. Aber noch einer, glaube ich, ne? Dreh ich mal nach rechts. Ich sehe nämlich gerade keine Wände, deswegen. Commencing countdown. Ich sehe aber keinen. Ne. Commencing countdown. Ich muss halt weg, ich muss nicht safe zone, sonst gibt Sauerstoff aus. Ah, das heißt, wenn du. Sackweit. Wenn du jetzt getötet wirst, würde dein Gegner 440 Sauerstoff dazu kriegen, oder was? Ja, er muss es erst noch aufsammeln, aber ja, da kriegt meinen auch. Ich habe immer schon den Sauerstoff von dem Typ hier aufgesammelt. Und von dir. Aber den ersten, den ich getötet habe, zum Beispiel, der Richtung Garage lag, da konnte ich es halt nicht holen, weil das war noch eine Ecke weg. Wenn dein Sauerstoff alle ist, dann verlierst du halt HP. Das ist so, wie wenn du im Normalmodus außerhalb der Safe Zone bist. Nur, dass es halt mitunter doch deutlich schneller geht. Schon hart, ich weiß gar nicht, ob ich den Typen da getroffen habe, ne? Das ist so. Also nicht. Ja, hier muss man tatsächlich immer wieder in Deckung gehen, lieber nachladen, neu feuern. Gar nicht so diese lange stehen und lange draufhalten, das bringt's echt nicht. Ach, da ist ja schon die Zone. Aber das ist, glaube ich, die alte, ne? Ja. Aktuell eine neue? Ja, die bewegt sich. Die bewegt sich. Links ist sie dann, ja. Ist sie? Jetzt kann man ein bisschen durchgucken, wenn man in der Nähe ist. Ja, ist doch nicht verkehrt. Das war jetzt ziemlich unfair. 7 Squads sind noch am Leben. Eigentlich ist der Modus ganz cool. Wird auch nur er dann aufgesammelt oder muss er dann noch hochklettern? Oder? Er muss noch hochklettern, ganz normal, alles ganz normal. Nur, dass der Heli halt nicht an einem definierten Punkt ist, sondern... Ah, okay, das ist natürlich nicht schlecht. Oh, der ist dann nördlich von dem... Kann das sein? Seconds. Commencing countdown. Oh, du verlierst schon 3 Punkte pro, du bist noch nicht in der Zone drin. Ja. Fünf Squads left. 11 Spieler noch.
Der Sauerstoff geht nämlich sackschnell runter am Ende, ey. Das ist. Und die Zone bewegt sich abartig schnell, ja. Die ist keine Ahnung, keine 10 Sekunden an einer Stelle. Das ist echt krank. Das Problem ist, ich habe nur kleine Heilungspacks. Zwar sehr viele, aber halt nur kleine. Na, das ist doof. Ich hatte rote und so ein Zeug. Auch wenn es nicht mehr so viele sind, du musst halt zum King hin, weil zum King kommt halt der Heli und so, ne? Alter. Blut ist aber gespritzt, nein, auch wenn du bei mir ganz woanders hingeguckt hast. Am Anfang, ja, aber... Ja, ich habe extrem vorgehalten, damit er überhaupt trifft. Ja, bei mir hast du hinterher gehalten. Hast das Replay halt, ne? Was ich hier sehe. Ja. Commencing Countdown. Jetzt ist der King's Zone. König wird immer markiert auf der Map. Commencing Countdown. Und immer wenn diese Countdown-Ansage kommt, dann ist halt ein neuer König. Ah, da wird auch jedes Mal ein neuer Countdown gestartet? Ja, ja. Ja, genau, 3 Minuten dauert es, bis der Heli bei ihm ist. Und dann das kann er also einsteigen oder sterben. Theoretisch kann es also auch sein, dass du... Boah, weiß ich nicht, mehr oder weniger bis zum 1 gegen 1 am Ende spielst. Ja. 4 Squads sind noch da, aber ich weiß nicht, wie viele Spiele noch. Das finde ich ein bisschen komisch, dass es jetzt plötzlich weg ist. Ich meine, vorhin waren es noch 11, da hat es noch hingeschrieben, ne? Ja, da steht ein Fragezeichen. König muss irgendwo in der Richtung sein. Da läuft er. Wie hat er dich denn gesehen? Frage. Das freut mich sowieso manchmal, auch bei Rainbow mit den Drohnen. Weißt du, die Drohne guckt in eine ganz andere Richtung und plötzlich kommt er um die Ecke gerannt und rennt genau auf dich zu, ne? Als hätte er dich gesehen. Und man denkt, ey, meine Drohne kann nicht nach rechts hin. Oh, ich bin König. Fuck. Das heißt, ich bin markiert. Das ist aber traurig, dass du König bist mit deinen 160 Punkten, ne? Ja. Nur 3 Spots, das heißt, es gibt auch noch Gegner. Commencing Countdown. Ah, jetzt ist jemand anders König. Der hat schon verfolgt. Commencing Countdown. Du bist wieder König. Hm. Wenn König getötet hat. 2 Squads left. Also sein, dass theoretisch kann es sein, dass nur noch einer übrig ist, Commencing Countdown. Da ist er. Das ist vielleicht taktisch am Ende auch manchmal gar nicht so blöd, ein bisschen außerhalb zu bleiben, dass man Sauerstoff verliert, dass man nicht markiert wird. Da lief was. Heißt, wie will er das? Oh. Ah. Heißt, der trifft auch sofort und... Wieso ist mein Bild jetzt schwarz? Ah, okay. Heli, da. Also selbst wenn du ihn im ersten Moment siehst, du musst ihn ja auch, also entweder hat er das sackdicke Scope gehabt, oder aber dann auch mit Dauerfeuer auf mich gefeuert, ne? Also müsste er auch verreißen und so, also das ist schon mal immer sehr merkwürdig. Aber das ist schon scheiße am Ende, ich meine, das sind Dreierteams und wenn du allein bist, ist halt schon blöd, ne? Zu zweit ist schon sportlich, aber das kann man dann vielleicht noch irgendwie hinkriegen. Weil schon allein dein Sichtfeld halt nicht so ist, du kannst ja nicht in alle Richtungen gleichzeitig gucken, wo einer ist und so, ne? Das ist... Jetzt am Ende. Dann doch schon recht schwierig.